Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg in Richtung Manimako. Beziehungsweise da haben wir jetzt erstmal ein Spriggan, beziehungsweise Bobby. Ey, jetzt übertreibt nicht, Bär. Übertreibt nicht. Alter. So, die Bären übertreiben hier richtig. Ja, wir sind auf dem Weg zu Manimako. Haben eine letzte Aufgabe für die Magiergilde. Bevor wir dann mit der Hauptquest erstmal weitermachen. Felga Gelds Höhle, was? Wir haben da hinten eine Höhle entdeckt. Okay. Ah, und von Dings in Schrein sind wir jetzt wieder da. Wo genau sind wir jetzt? Von Klaviges wieder am Schrein. Da ist die Straße, da wollte ich hin. Dam, 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 dam. Okay, wer will hier Stress? Beschwört ihr. So. Seine Seele habe ich jetzt, oder? Die nehmen wir mit. Heiltränke kann man immer gebrauchen. Ich finde es doof, dass man nur begrenzt die Dinger trinken kann. Also Tränke allgemein trinken kann. In einem gewissen Zeitraum. Okay, das wird schmerzhaft hier. Boah, gegen die Bären hasse ich es am meisten eigentlich hier zu kämpfen. Weil die immer diesen schweren Schlag zigtausendmal hintereinander machen können. So, aber jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg nach Bruma. Ich freue mich, Manimako wiederzusehen. Das letzte Mal hatten wir ihn gesehen gehabt in Daggerfall. Da war er aber auch eigentlich relativ von der Map her weit im Süden, südöstlich, also doch in Richtung Cyrodiil. Aber warte mal, er war eigentlich. Da haben wir Hammerfell. Da war doch eigentlich. Und hier ist schon Skyrim. Da war eigentlich schon er irgendwo hier. Ja, das würde ihm Sinn machen, dass er dann hier zur Echo-Höhle. Dass er dort sich verbirgt. Dass er so weit im Norden ist. Das wird doch schon Sinn machen. Also das führt nach Koroll. Wir gehen eins weiter. Da, das müsste schneller nach Bruma gehen. Dam, 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 dam. Nice. Jede Menge Seelensteine. Schade, dass wir keinen schwarzen Seelenstein mehr haben. Oder haben wir einen? Hier. Ne. Aber Siegelsteine haben wir. Ohne Ende. Eigentlich.
So, seien sie dann auch. Warum haben die eigentlich Zwergenwaffen? Die Minotauren. Was denn jetzt schon wieder? Was will mich jetzt angreifen? Keine Ahnung. Und wir müssten uns mal an alle diese Oblivion-Tore mal ranwagen. Dass wir jeden einmal hier betreten und deaktivieren. Ich frage mich eigentlich, wie die anderen Provinzen das genau hier hingekriegt haben. Mit den Oblivion-Toren. Ob die da auch reingegangen sind? Da war ein Timberwolf. Oder? Ne, ist ein Hund. Okay. Ich dachte schon, der geht hier auf die Einheimischen los. Ich wollte schon sagen, bin ich jetzt vielleicht zu weit oder so? Aber ich freue mich schon, sobald wir wirklich das Spiel auch schon fast durch haben und so. Denn ich freue mich schon sehr auf Skyrim. Ich warte nur darauf, Skyrim anzufangen. Ein Elementar. Sturmelementar, oder? Ja. Haben die eigentlich auch sowas wie eine Seele? Ja. Die haben sowas wie eine Seele. Boah, ein Enderal habe ich richtig Schiss vor denen. Ein Enderal ist es aber auch genauso wie hier, dass ich jetzt größtenteils vergessen habe, was wir jetzt zuletzt gemacht haben. Und dass ich da auch jetzt wieder reinfinden muss. Vor allem, ich muss den Controller auch mal wieder anschließen am PC. So, das nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Orkstiefel lassen wir. So, das nehmen wir auch mit. Also nur die Rüstung, die was wert ist. Aber interessant, dass die jetzt alle auch mit... oh nein, da kommt ein Bär. Mal kurz speichern. Ein Seelenstein ist groß genug. Und Magie reicht wieder nicht aus. Natürlich.
aber wenn wir trotzdem immer so hin und her laufen, auch wenn wir gegen Bären kämpfen und so weiter, verbessern wir ja immer noch unsere Skills. Finde ich irgendwie doch auch ein bisschen besser als Schnellreise. Ich bin eigentlich kein Fan von der Schnellreise. Hast du denn einen Geist beschworen oder wie? Irgendwo ist hier noch jemand. Das Vulkanglas. Ebenholzbogen. Oh. Okay, der hat der ist viel wert. Nein. Jetzt können wir nicht mehr viel tragen. Okay, dann kann ich irgendwas wegwerfen. Tut mir echt leid drum. Ich wünschte, ich könnte mehr tragen. Boah, ich mache mir Sorgen, wenn wir irgendwann auch mit den Dingens hier anfangen. Warte mal, warum regeneriert mein Dingens hier nicht? Mist. Alter. Ich müsste jetzt mittleres LCD erforschen. Komm, dann weg damit. Hab den jetzt genau. Oh. So, warte mal. Ah. Wahrscheinlich schon weggerollt. Natürlich. Beeilen wir nach Puma. Wir müssten mal die Marco aufhalten. Ah ja, und vielleicht einmal die Sachen hier. Reparieren. So, im Grummer können wir noch mal kurz die Sachen verkaufen, die wir so viel mit uns schleppen. Ach nö.
So. Die Ogre sind auch schlimm. Mit ihren Attacken. Aber ich finde immer noch am schlimmsten die Zombies in Gothic 3. Mit ihren overpowered... Ne, nicht die Zombies, die Mumien. Die mit Faustschlägen ein gar nicht mehr zu kämpfen. Oder nicht mal zum Verteidigen irgendwie eine Chance geben. Hat man gar keine Chance mehr. Haben die einmal angefangen, dich zu verprügeln, die Mumien? In Gothic 3? Dann ist vorbei. Dann schlagen die so lange auf dich ein, bis du tot bist. Ist dann sehr schwer, aus dessen Fängen wieder rauszukommen. Ich sag aber auch so, der nächste Gothic Run oder Gothic 3 Run, den ich mache, wird definitiv Magier sein. Okay, das Pferd darf ich nicht nehmen. Vielleicht gehen wir erstmal zu uns nach Hause. Da, ja, hier ist mein Haus. Hier fehlen uns noch Möbel. Machen wir 10 Stunden. So. Können wir hier einmal verkaufen gehen, was wir jetzt wieder eingesammelt haben. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Ja, Fjordreit, Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. So. Verkaufen wir die Dinger. Ach, der nimmt fast alles an. Okay. Die sammle ich erstmal. Aber er hat bestimmt noch ein paar. Ich kaufe mal 4. Ein hervorragend und noch ein zufriedener Kunde. Ja, kann man so sagen. Lebt wohl. Lebt wohl. Wie sieht es eigentlich hier in der Magiergilde jetzt aus? Okay, die Flammen wurden nicht gelöscht. Von außen sieht es doch noch immer gemütlich aus. So, Akrobatik hat sich verbessert. Hallo? Akrobatik hat sich verbessert. Wo geht's hier jetzt? Ah, hier. Ich wollte schon sagen, wo geht's jetzt Richtung Burg? Ich muss an der Burg eigentlich vorbei. Ne, das führt zur großen Halle. Wo ist der zweite Ausgang? In Geralberge, da will ich hin. Und von hier aus zum Wolkenherrschertempel und von da dann weiter Richtung Echohöhle. Ich
wünschte, wir hätten unser Pferd wieder. Ich weiß jetzt nicht, ist er gestorben? In Skyrim war das ja auch so, wenn das Pferd stirbt, muss man sich einen neuen kaufen. Ausnahme war ja Schattenmähne. So, Wolkenherrscher Tempel. Und wir müssen jetzt weiter in diese... Einmal kurz speichern. Überleben wir das? Okay. Runter geht leicht. Ich weiß nur nicht, ob wir wieder nach oben kommen. Vor allem hier... gibt es auch noch einige Sachen noch unentdeckt. Wie das hier. Riel haben wir gefunden. Kapsteinhöhle entdeckt. Mit einem Banditen davor. Jetzt. Komm, ich lass das mal jetzt erstmal liegen. Da vorne ist ein Dorf. Apfelwacht entdeckt. Das ist kein Dorf, das ist nur ein Bauernhof. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Habt ihr Gerüchte? Etwas Übleres als Oger gibt es nicht. Das sind zähe Biester, von denen Zauber nur so abprallen. Ja, gut. Schönen Tag. Ebenso. Ach, das hier ist ein Weg. Ich glaube, davon, das, was auf der Minimap zu sehen ist, das ist schon die Höhle. Die Geralberge. Ist es das hier? Nee, ist noch nicht die Höhle. Ist es das da hinten? Oder wie weit noch? Wir müssen noch weiter Richtung Norden. Frage ist nur, für dieser Weg dahin? Ich hoffe, ihr habt Geld dabei oder Heiltränke. Wir gehen direkt so. Noch gegen eine Löwin zu kämpfen, habe ich jetzt keine Lust. Ich kämpfe dann lieber doch jetzt gegen ein paar Totenbeschwörer. Und will jetzt mal die Marco sehen. Das sieht danach aus. Die Echohöhle. Da ist sogar noch ein Oger. Da ist ein Dunmeer. Der auf mich zukommt. Ihr erdreistet euch, den Wurmkönig sprechen zu wollen? Wenn ihr um eine Audienz mit seiner Gnaden ersucht, müsst ihr diese Tür öffnen. Ich besitze den Schlüssel dazu und werde ihn mit meinem Leben verteidigen. Gut. Silberdolch. So, Schlüssel für Echohöhle. Es war mir eine Freude. Wir öffnen Beschlüsse für Echohöhle. Ich habe die Echohöhle erreicht und mir Zugang zu Manimarkus Unterschlupf verschafft. Ich muss ihn im Inneren der Höhle finden und seinem Leben ein Ende machen. Na, natürlich. Hey!
So. Kartoffeln. So, die nehmen wir mal mit. Die weg. Wo ist der andere? Ach, hier. Wo rennst du denn hin? So. Besuchen wir die andere mal. Ebenholzstreitkolben. Komm, das nehmen wir mit. Fass und Pinsel. Oh, hier. Krankheitsheiltrank, perfekt. Hier haben wir noch eine Truhe. Bitte wieder irgendwas Dädrisches. Ne, einen großen Seelenstein. Okay. Geht auch. Das ist ein Licht. Unterlicht. Doch nicht alle gleichzeitig hier. Lass den Zombie mal vor. So, jetzt könnt ihr. Jetzt seid ihr an der Reihe. Hey, Mist. Okay, der kann mich auch so umschmeißen. Wir sind wieder mit irgendwas infiziert. Ach, ich hasse das. So, Krankheitsheiltrank, Hexerei und Lebenstrank. So, hier ist nichts. Apropos, das Ding ist wieder nicht geladen. Der war auch echt schnell leer. Okay, das ist schon fast voll. Wenn es fast voll ist, dann mache ich da nicht nochmal was rein. Tut euer Schönstes. Ja, bin schon dabei. Ich habe schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. So, das nehmen wir wieder mit. Rüstung auflesen. Nehme ich mal mit. Nee, Giftheilung wollte ich nicht. Ja,
Weil es selten vorkommt, dass wir uns wirklich vor Gift mal heilen müssten. Okay, Leben ist voll. Einmal kurz nochmal speichern. Wie weit bin ich hier jetzt? Okay, ist ein Irrgarten. Echo-Passagen. Wer ist da? Oh, da kommt noch eine. Und jetzt fällt noch einer und verblutet. Hey. Warum müssen die immer so wegrennen? Das nervt. Caster. Castags Brief. Okay. Boah, ich freue mich, wenn wir Castag wiedersehen in Skyrim. So, Echo-Passagen. Jetzt ist die Frage. Wer ist da? Nur ich. Soll ich jetzt etwa Angst? Ich bin. Jede Wette, ich bin wieder infiziert. Jetzt hier geblieben. So. Alter, dass die immer hier überall wegrennen. Ja, ich bin infiziert. Boah, diese Untoten gehen mir auf den Sack. Jedes Mal muss ich wieder mich von irgendwelchen Krankheiten heilen. Krank der Erdung. So. Hier wird wohl gehen. Wird wohl passen. Okay, da sind Geister oder Gespenster. Der nächste. Hey. Jau. Ach nee. So, unterlich hat nur Knochenmehl. Ah, okay, wir sind doch nicht krank. So, einmal gucken, ob ich meine Sachen hier reparieren muss. Ja. Alles einmal reparieren. So, jetzt ist die Frage, wo... Okay, da. Hier gibt's nichts.
tut euer Schlimmstes. Ihr werdet mich nie besiegen. So. Trank der Hexerei. Waffe korrodieren. So, das machen wir mal auf. Grimmiger Brustpanzer. Ist viel wert. Warte mal. Wir sind krank. Wir haben uns mit irgendwas wieder infiziert, dass wir nicht mehr so viel tragen können. Ja, super. Ist das auch richtig, wo ich jetzt hingegangen bin? Ihr werdet mich nie. Ich werde euch nie was? Der Drescher Streitkolben, das nehmen wir mit. So, wenn wir den jetzt haben, rüsten wir den hier mal aus. Dann können wir Streitkolben ein bisschen üben. Lass mich raten, das ist der Weg, wo ich hin muss, ne? Der Weg hin? Ne, hier. Krankheitsheilung. Das führt unter Wasser. Nur ein Gold. Wo führt das hier hin? Noch ein Geist. So, Pfeil nehme ich mit. Gold nehme ich mit. Stärke wieder entzogen, ne? Super. Ich kann mich nicht bewegen. Alter, wie schnell ist der denn? Der ist ja richtig schnell drauf. Wieder bei 270. Okay, ich wurde bestimmt eher verflucht statt gedingst. Vergiftet. Das hatten wir schon. Hier. Alle Wege führen hier hin. Zustand meiner Waffen einmal kurz testen. Überprüfen, meine ich. Ich glaube, für den Kampf gehe ich doch noch einmal zurück auf Umbra. Thank you.
glaube, das ist schon Manimako, der da hinten wartet. Sonst gibt es hier jetzt niemanden, oder? Soweit haben wir jetzt alles hier gemacht. Ist er das? Wie ich sehe, ist es Bolor nicht gelungen, euch aufzuhalten. Nun gut, ich werde ihn wieder zum Leben erwecken, sobald wir hier fertig sind. Vielleicht sollten wir ein wenig plaudern. Ihr habt sonst nicht viel Auswahl. Ich muss sagen, dass ich Erzmagier Traven erwartet hatte, nicht seinen Meisterschüler. Ich bin enttäuscht, dass er mir nicht selbst entgegentreten konnte. Ich habe im Lauf der Jahre so viele seiner Vorgänge getroffen. Galerion habe ich besonders lieb gewonnen. Und nun seid ihr hier. Es spricht Bände über euch, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Vielleicht könnt ihr mir wie Traven von Nutzen sein. Irgendwie, ich muss ehrlich sagen, Daggerfall und in Elder Scrolls Online war Manimako mir schon sympathisch. Ich fürchte, ihr versteht mich falsch. Ich habe bereits mehr Diener, als ich benötige. Euer Körper wird als Wurmsklave präpariert werden. Eure Seele gehört mir. Ich beabsichtige, mehr über die Quelle eurer Macht zu erfahren. Was? Macht, mein lieber Freund. Ich strebe nach Macht. Also jage und studiere ich jene, die etwas davon innehaben. Dann geht's zu Dugald Fir. Und ich, wir suchen nach denselben Dingen. Trotzdem macht ihr euch Sorgen über Gut und Böse und akzeptiert nicht, dass es Offenbarungen ein und derselben Sache gibt. Aber ihr nennt mich also einen Bösewicht und versucht mich zu vernichten? Ich schaue zu, warte ein bisschen und mache euch dann fertig, wenn ihr mir auf den Leib rückt. Anstatt Traven herauszulocken, habe ich nun euch vor mir. Vielleicht hole ich ihn mir ab, wenn wir hier fertig sind. Jo. Ich habe den König der Würmer getötet. Ich sollte zur geheimen Universität zurückkehren und seine Vernichtung verkünden. Mit einem einfachen Silberdolch? Stab der Würmer? Gewand des Wurmkönigs? Nehme ich mal mit. So, mal gucken, was da drin gibt's. Jetzt komm! Feuersbrunst, Trank des Meeres, allgemeiner Seelenstein. Der wiegt mir ein bisschen zu viel. Golddiamantring kann man auch gut verkaufen. Trank der Bannung. Also hier hat dann Manimako sein Ende gefunden. Wenn er nach Macht giert, hätte er zu dir weit für gehen können. Das ist der einzige andere mächtige Zauberer hier, der über 1000 Jahre gelebt hat. Gibt's da hinten noch was? Nee. Achso, das war nur der Dolch, der geklimpert hatte. Okay. Ah, okay, das war das. Wir hätten direkt so zu ihm kommen können. Wo kommst du denn her? Ja, jetzt hör auf! So.
reiben die immer. So, Handsense. Was gibt's hier? Spitzhacke und so weiter. Was gibt's da? Gold und Seelensteine. Der okay. So, ich muss hier hin, oder? Nein. Da vorne hin. Den hier. Und dann den ganzen Weg jetzt wieder zurück, um nach draußen zu kommen. Ah, da ist der Ausgang. Nice. Stimmt, hier war ja ein Ogre. Natürlich ist die Waffe wieder mal nicht aufgeladen. So, wie viel haben wir noch? Keine. Hier größere. Hier ist allgemein. Hier kleine. Nochmal eine kleine. Nochmal eine kleine. Ich speichere das mal. Beziehungsweise... Ich glaube, ausnahmsweise würde ich jetzt mal eine Schnellreise machen. Und mal gucken, was jetzt hier gesagt wird. Magiergildenhallen verkauft. Hallo. Erzmagier, ihr seid zurück. Manimako wurde besiegt? Ich kann es kaum glauben. Mit dem Wurmkönig ist es aus und vorbei. Ich habe eine Nachricht von Erzmagier Traven erhalten. Ich weiß, was er für uns getan hat und dass er euch zu seinem Nachfolger bestimmt hat. Ich werde in aller Stille um ihn trauern. Doch vorerst kann ich meine Freude nicht verhehlen. Ihr habt der Gilde Sicherheit gebracht und ich danke euch dafür. Ich habe bereits allen örtlichen Gildenhallen die Nachricht zukommen lassen, dass ihr jetzt die Leitung übernehmt. Herzlichen Glückwunsch, Erzmagier. Und das noch im ersten Semester, ja. Zutatensammlung. Als Erzmagier habt ihr ein Recht auf bestimmte Privilegien. Zusätzlich zur vollen Nutzung aller Möglichkeiten, die euch die Gilde bietet, steht euch ein weiterer Dienst zur Verfügung. Julien Farnese hat Erzmagier Traven lange mit dem Sammeln von Alchemiezutaten für seine persönliche Forschung gedient. Ich bin sicher, dass ihr euch als dem neuen Erzmagier diesen Dienst ebenfalls anbieten wird. Sprecht einfach mit ihr im Lustratorium, wenn ihr etwas wünscht. Okay, ich hoffe, da sind auch... Wiedersehen. Ich hoffe, da sind auch, hier Dings, Nierenwurzel mit bei. So, und das hier gehört jetzt mir. Verzauberungsaltar? Ah. Anwendbare Effekte. Warte mal, erst einmal. Seelenstein hinzufügen. Äh.
Nee, kann ich. Ich will das abbrechen. Erstellen. Ich mache einfach fertig. Ist meine Rüstung jetzt verzaubert? Nee, okay, ich dachte schon, der ist jetzt verzaubert. So. Achtung morgens. Seid gegrüßt, Zauberer. Wenn ihr etwas schnell veräußern müsst, geht ihr am besten zum fruchtbaren Münzbeutel. Warum kann ich da nicht immer noch nicht hin? Ist zum Glück nicht allzu weh. Aber wir sind jetzt Erzmagier. Anführer der Kriegergilde und der Magiergilde. Warte mal, welche Quest ist jetzt aktiv? Einmal pro Woche kann ich. Gehen wir mal kurz dahin. Wer hat das wieder zugemacht? Ah, die ist hier drin. Okay. Ah, es geht automatisch zu. Okay. Was kann. Gibt es noch etwas, womit ich euch helfen kann? Ja, Zutatensammlung. Ah ja, Erzmagier Traven stellt in seiner Freizeit gerne Tränke her. So gern allerdings, dass ich seinen Bedürfnissen kaum nachkommen konnte. Endlich konnte ich ihm gefällig sein und ihm eine ganz besondere Kiste herbeizaubern. Ihr findet sie in den Gemächern der Erzmagier. Lege einmal in der Woche eine einzelne Zutat in der Truhe ab. Nach 24 Stunden werdet ihr eine beträchtliche Anzahl dieser Zutat vorfinden. Sammelt sie jedoch sofort ein. Nach einer Woche werden alle Überreste in der Truhe zerstört. Und um euren Fragen zuvorzukommen, ja, das funktioniert nur mit Zutaten. Seid vorsichtig mit dem, was ihr in diese Truhe legt. Ich bin für nichts verantwortlich. Okay, Garidans Tränen. Ich wollte, ich könnte euch mehr darüber erzählen. Aber das ist alles, woran ich mich aus meinen Gesprächen mit Kollegen hier an der Universität erinnern kann. Besuch mich doch später noch einmal. Okay, warte mal. Und welche Truhe meinte sie? Diese? Also, wenn ich hier jetzt... Nee. Kann ich hier keine? Welche Truhe meint sie jetzt? Wo soll ich hier jetzt... Erzmagier-Gemächer, ja? Warte mal. Ich habe noch Ingredienzien. Ich habe nur Daedra-Herzen. Habe ich keine Nierenwurzel? Wo sind die Nierenwurzeln? Warte mal. Ich habe Synderion 30 Nierenwurzel-Exemplare gegeben. Wenn ich eine große Form des Elixiers der Erforschung wolle, bräuchte ich 40 Exemplare mehr. Ich muss eine Nierenwurzel jetzt irgendwo herfinden. Und nach 24 Stunden habe ich dann... Was kann ich für euch? Eine beträchtliche Menge, hatte sie gesagt. Aber ja gut. Haben wir dann die Magiergilde auch abgeschlossen. Und würde sagen, in der nächsten Folge fangen wir mal an, mit der Hauptquest weiterzumachen.
Vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.